Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man seinen alten Siphon am Waschbecken wechseln und somit gegen einen neuen Röhrensiphon austauschen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal brauchen wir etwas Platz unter den Siphon, dann sollten wir mal noch ein altes Handtuch darunter legen, falls etwas Wasser daneben geht, und am besten auch irgendeinen alten Eimer bzw. so eine Schüssel hier. Und wer sich natürlich ekelt, was hier auf jeden Fall verständlich ist, der sollte auch einmal irgendwelche Einweghandschuhe anziehen. Als nächstes müssen wir mal die oberste Verschraubung an der Ablaufgarnitur gegen den Uhrzeigersinn lösen. Das Ganze wird übrigens von unten angeschaut, weswegen wir mal in diese Richtung rüberdrehen müssen. Normalerweise sollte das Ganze auch per Hand schon aufgehen. Jedoch, wenn es bei dir nicht funktioniert, weil er schon natürlich etwas älter ist, der Siphon, dann am besten einmal einfach ein Tuch hier drüber legen und mit einer Wasserpumpenzange ansetzen. Denn so verkratzen wir auch nicht wirklich viel. Danach können wir den Siphon mit leichten Drehbewegungen mal aus unserem Wandanschluss herausziehen. Hierbei ist wichtig, man sollte den Siphon auf keinen Fall jetzt irgendwie schon schwenken, da sich hier unten im Rohr noch Wasser befindet. Und dieses Wasser können wir jetzt einfach mal vorsichtig nach hinten komplett in unserem Behälter darunter ausschütten. Jetzt ist übrigens noch ein guter Zeitpunkt, dass man festsitzende Haare aus der Ablaufgarnitur entfernt, diese bitte in den Müll schmeißen, und natürlich kann man jetzt auch noch hier hinten einmal die entsprechende Gummimanschette kontrollieren, ob diese auch wirklich noch gut ist, denn wenn nicht, können wir sie jetzt einfach austauschen, doch bei mir schaut es auf jeden Fall noch super aus. Der Eimer funktioniert beim Modell aus Chrom und aus Plastik bzw. Kunststoff relativ ähnlich, weswegen wir das Ganze erstmal auf den Boden am besten legen sollten und anschließend zusammenbauen. Hierfür einfach mal diese erste Überwurfmunter richtig rum auf dieses etwas längere Rohr geben. Danach können wir auch schon unsere konische Dichtung, nämlich hier oben, einmal aufsetzen und dann dieses kleine U-förmige Teil von unserem Siphon dementsprechend draufgeben und auch schon handfest zusammenschrauben. Das Tauchrohr benötigen wir zuerst übrigens nicht, weswegen wir dieses einfach mal noch auf der Seite lassen. Und jetzt geht es darum, dass wir mal die Dicke von unserer Gummimanschette in der Wand richtig ausmessen. Hierfür fühle ich am besten mal mit einem Finger das Ende von der Gummimanschette und dann gebe ich meinen Meterstab dementsprechend auch weit rein. Und dann erkennt man das wirklich super. In meinem Fall ist die Gummimanschette genau 3 cm dick und diese könnte ich hierfür aber natürlich auch jederzeit ausbauen. Zur besseren Veranschaulichung habe ich das Ganze einfach mal gemacht, denn nun geht es darum, dass wir noch 1 cm auf diese 3 cm draufrechnen und anschließend eine Markierung machen. Also in meinem Fall wären das genau 4 cm. Im nächsten Schritt gebe ich mal etwas spezielles Sanitärgleitmittel auf mein Rohrende. Das Ganze kann ich natürlich auch in die Gummimanschette noch etwas einschmieren und dann schiebe ich mal das Rohr wirklich bis zu dieser 4 cm Markierung hinein. Denn nun geht es darum, dass wir mal Mitte hier vorne bis Mitte unserer Ablaufgarnitur abmessen, dass wir einfach erkennen, wie viel wir vom Rohr noch abschneiden müssen. In meinem Fall habe ich einen Vorteil, ich kann dieses Tauchrohr auch einfach noch hier hineinsetzen und dann setze ich mal meinen Meterstab richtig an. Bei mir sind es genau 4 cm und jetzt kann ich gleichzeitig auch noch die richtige Länge für mein Tauchrohr ausmessen. Hierfür am besten dieses einfach mal bündig mit der Ablaufgarnitur hinhalten und dann sagt man, dass man normalerweise ungefähr Mitte von diesem Spielraum hier dieses Tauchrohr abschneiden sollte. In meinem Fall schaut das aber eigentlich schon relativ gut aus, weswegen ich dieses auf jeden Fall lasse und einmal meinen Siphon durch leichte Drehbewegung wieder aus der Wand herausnehme. Als nächstes müssen wir unser Maß vom Ende von dem Rohr einmal anzeichnen. In meinem Fall passt das ja lustigerweise mit den 4 cm schon und dann müssen wir es auch dementsprechend noch kürzen. Hierfür haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder mit einem Rohrabschneider, das geht deutlich besser, so wie es ich jetzt gleich machen werde, oder mit einer Metallsäge das Ganze kürzen und anschließend muss man es auch noch entgraten. Entweder dann mit einer Feile oder bei einem Kunststoffsiphon kann man das dann auch mit einem Cuttermesser machen. Bei mir haben alle Rohre jetzt die richtige Länge und jetzt geht es darum, dass ich mal meinen Taucher noch dementsprechend zusammenbaue. Hier für die erste Überwurfmutter mit dem Gewinde nach oben, dann das Gewinde dementsprechend nach unten. Und jetzt habe ich auch schon etwas Gleitmittel nochmal auf mein Taucher draufgegeben, denn anschließend muss diese Gummidichtung mit die, wo so eine leichte keilförmige Form hat, mit dem Keil nach unten schauen, nämlich hier draufgesetzt werden und das Ganze sollte einfach noch etwas Spiel haben. Diese Flachdichtung ist übrigens dann für oben noch gedacht. Jetzt das Tauchrohr einsetzen und die Überwurfmutter schon einmal handfest anziehen. Und auf der anderen Seite dürfen wir auf gar keinen Fall unsere Rosette vergessen. Das ist einfach der klassische Fehler und danach natürlich auch noch etwas Gleitmittel außen drauf geben.
Nun den Siphon so weit in unserem Warnanschluss hineingeben, bis wir vorne bündig mit unserer Ablaufgarnitur sind. Und dann dürfen wir natürlich auch nicht unsere Flachdichtung von gerade eben noch vergessen. Diese richtig rum aufsetzen und wir können das Gewinde jetzt auch schon nämlich schön handfest festschrauben. Das machen wir übrigens mit den zwei Überwurfmuttern hier auch noch einmal. Zum Schluss überprüfen wir alles noch auf Dichtheit, deswegen das Waschbecken komplett mit Wasser füllen lassen, den Ablauf einfach mal öffnen, das Wasser aber trotzdem noch weiterlaufen lassen. Und wenn der Siphon bei keiner Verschraubung jetzt irgendwie tropft und natürlich auch beim Wandanschluss hinten, was man immer noch am besten mit den Fingern ertasten kann, dann können wir auch mit gutem Gewissen unsere Rosette mal hier hinten drauf geben und wir haben unseren Siphon auch schon richtig am Waschbecken gewechselt. Wenn es bei dir aber nicht der Fall ist, dann am besten einfach mal noch ein Tuch über die entsprechende Verschraubung drüber geben und vorsichtig mit der Wasserpumpenzange das Ganze etwas fester drehen. Wenn du dir für zu Hause übrigens einen neuen Siphon, einen Rohrabschneider, ein spezielles Sanitärgleitmittel oder auch eine neue Gummimanschette zulegen möchtest, dann einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den Produkten von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.